auf, was euch gleich erwartet. Ich will auch gar nicht so lange dem Kevin die Zeit stehlen. Ich sage euch nur ganz kurz, er wird einige brandneue Features vorstellen, die Entwicklungen, die auch gerade so vielleicht noch kommen. Und das wird nicht nur informativ, sondern auch an der einen oder anderen Stelle interaktiv für euch. Also macht euch schon mal bereit. Ihr könnt euch jetzt erstmal zurücklegen und lauschen, aber beachtet auch so ein bisschen hier den Chat. Wenn da vielleicht mal die ein oder andere Umfrage kommt, dann seid ihr sehr eingeladen, daran teilzunehmen und eure Meinung dort mit kundzutun. Ansonsten, Kevin, ich würde jetzt das Wort direkt an dich übergeben. Ich behalte den Chat im Auge. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, dann haut in die Tasten. Wir sind sehr gewillt, darauf einzugehen und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß. Ja? Super. Ja, Clara, danke dir erstmal für die Anmoderation. Bevor wir reinsteigen, auch nochmal Hallo und Moin von mir. Ich mache eine kurze Vorstellung. Ich bin Kevin, komme aus Hamburg, daher auch das Moin. Ich habe ja auch schon Moin im Chat gesehen, da habe ich mich drüber gefreut. Ich bin seit circa anderthalb Jahren Solutions Engineer bei Stuffbase und nur damit ihr so ungefähr wisst, was ich mache. Ein paar haben vielleicht jemanden wie mich hier auch schon mal kennengelernt bei Stuffbase. Wir haben ja viele Kunden hier drin. In der Rolle unterstütze ich, man könnte sagen, so als Produktexperte unsere Interessenten und natürlich auch Kunden dabei, von funktionaler, aber auch technischer Sicht, sage ich jetzt mal, die richtige Lösung aus dem Stuffbase-Universum zu finden. Dementsprechend bin ich oft dabei, Demos zu machen, Features vorzustellen und das darf ich heute auch wieder machen. Da freue ich mich total drauf. Clara hat es aber schon einmal angedeutet, ich würde es ein bisschen interaktiv halten. Das heißt, jetzt, wo ihr mich kennengelernt habt, würde ich euch ganz gern so als kurzes Warm-up auch etwas besser kennenlernen. Bevor wir richtig starten. Dazu stellt die liebe Clara jetzt eine kurze Frage in den Chat, denn da hier ja sicherlich auch viele Bestandskunden dabei sind, würde mich mal interessieren, wie lange seid ihr eigentlich schon Stuffbase-Kunde? Also gern einfach mal in den Chat reinschauen, die Umfrage beantworten, da bin ich total interessiert dran. Genau. Wir warten kurz ab, bis die ersten Ergebnisse da reinkommen. Ihr könnt da oben genau auf Polls einfach klicken und dort die Umfrage beantworten. Sehr schön. Da kommen die ersten Antworten rein. Wunderbar, eine bunte Mischung. Das ist total cool, total schön zu sehen. Einige, die schon länger dabei sind, einige, die ganz frisch sind. Eine tolle Mischung. Genau, werft einfach mal weiter eure Antworten mit rein. Wir haben auch ein paar dabei, die noch keine Kunden sind. Also auch an euch herzlich willkommen. Ich glaube, auch für euch total interessant, mal zu sehen, was so an Features passiert ist. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu unserem Fahrplan. Was ich plane heute für die Session ist zum einen, einmal einen kurzen Rückblick zu machen. Einige von euch haben ja schon einige Releases miterlebt und sind damit bereits in den Genuss des Fortschritts gekommen, sage ich jetzt mal so. Aber für alle anderen, die jetzt quasi auch noch gar keine Kunden sind, da sind hier nämlich auch einige mit dabei, ist es sicherlich auch interessant mal zu sehen, was ist eigentlich so über die letzte Zeit dazugekommen. Das schauen wir uns einmal an. Danach gebe ich euch auch eine Live-Demo, was jetzt so das aktuellste Release, nämlich für das vierte Quartal, so beinhaltet. Da habe ich ein paar Highlights mitgebracht. Und am Ende, das hat die Clara am Anfang auch schon mal angeteasert, Innovation ist für uns super wichtig. Deswegen möchte ich auch noch einen kurzen Ausblick geben, was so im nächsten Jahr an Roadmap-Highlights dazukommt. Da habe ich zwei total coole Themen mit dabei. Also seid da ganz gespannt. Und am Ende haben wir auch noch Zeit für ein paar Fragen. Ihr könnt nichtsdestotrotz eure Fragen quasi laufend einfach in den Chat reinstellen. Die meisten werden wir sicherlich am Ende beantworten. Falls etwas total brennt, sage ich jetzt mal eine wichtige Verständnisfrage, dann ruft die Clara sicherlich auch einfach rein und dann beantworte ich die sofort. Gut, das soweit dazu. Erstmal vielen Dank, dass ihr an der Umfrage teilgenommen habt. Jetzt würde ich sagen, lasst uns einmal über das Thema Fortschritt sprechen. Wir haben regelmäßig neue Releases. In jedem Quartal kommt ein neues Release, also ständig passiert irgendwas in der Stuffbase-Plattform. Und ich würde mit euch gerne jetzt einmal einen kurzen Rückblick machen, was eigentlich so zuletzt so passiert ist im Stuffbase-Intranet. Ihr seht hier so unsere Roadmap vom letzten Jahr, Quartal 3 quasi bis jetzt dieses Jahr. Das gehen wir einmal so ein bisschen durch. Ich stelle euch jetzt natürlich nicht alle Features vor, nur so ein paar Highlights. Also im Prinzip kommen laufend Features dazu, die ganz unterschiedlicher Natur sind. Manchmal sind es so Usability-Themen, manchmal sind es wirklich Kernfeatures, die neu dazukommen. Viel auch durch euch, unsere Kunden, beeinflusst. Wir haben unser schönes Ideenportal, wo ihr immer fleißig voten könnt für Dinge, die ihr gerne sehen wollt in der Plattform.
Wir haben da so Themen ganz zentral, zum Beispiel im Q3 letztes Jahr haben wir einen Dateimanager ergänzt in der Plattform, der integriert ist und es eben euch ermöglicht, Dateien innerhalb von Stuffbase zentral zu verwalten, wieder zu verwenden und so wirklich dieses ganze Medienmanagement strukturiert abbilden zu können. Oder auch jetzt gerade kürzlich im ersten Halbjahr von diesem Jahr haben wir unseren News-Kanalbereich neu strukturiert, um den Redaktionsteams einen besseren Überblick zu bieten, gerade wenn es eben eine deutlich größere Anzahl von Kanälen gibt, die es zu managen gibt. Jetzt ganz kürzlich, im letzten Release, drittes Quartal, kamen da noch einige weitere Verbesserungen hinzu. Eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde, ist immer, dass wir viel gerade aktuell am Chat machen. Da kam zum Beispiel jetzt die Funktion von Sprachnachrichten dazu, die im Chat versendet werden können, um das Ganze wirklich noch näher an so die Messenger, die bekannten Messenger ranzubringen. Ne, viele haben da so den Case, wir wollen eigentlich WhatsApp loswerden. Um WhatsApp loszuwerden, ist es natürlich auch wichtig, dass der Chat in Stuffbase die Dinge auch genauso abbilden kann. Eine weitere Sache, die ich persönlich total cool finde, ist, dass wir auch im Bereich Microsoft-Integration immer mehr ins Intranet auch reinbringen, was so Integrationsthemen angeht. Ein absolutes Highlight von mir war hier die Möglichkeit, mit Hilfe von Power Automate die Stimmung von Mitarbeitenden anhand ihrer Kommentare zu analysieren und auch auszuwerten. Na, also um wirklich so ein Bild zu bekommen, wie sind die Leute eigentlich gerade in der Plattform drauf, was wird da eigentlich so benutzt und das wirklich anhand von intelligenter Technologie auszuwerten, ist, glaube ich, für viele eine super Hilfe, um so ein Bild der Stimmung zu bekommen. Ihr seht also, das Stuffbase Intranet steht nie still. Ständig kommen neue Features dazu, die ihr alle automatisch immer gleich mitbekommt. Und so wie jetzt in den letzten Releases, ist es jetzt auch in diesem Release wieder passiert, für das vierte Quartal. Und da will ich jetzt gerne einmal so einen kleinen Fokus drauflegen, was wir da so Neues mit in die Plattform gebracht haben. Wir haben heute ja leider nur insgesamt 30 Minuten, deswegen auch hier wieder nur ein paar Highlights von mir, genau genommen drei zentrale Features, die ich euch jetzt einmal kurz auf den Slides vorstelle. Aber natürlich, ich glaube, da seid ihr allermeisten gespannt drauf. So ist es zumindest in der Regel. Schauen wir auch gleich nochmal in die Live-Demo und gucken uns diese Features wirklich mal in der Plattform an. Ja, von diesen drei Features gleich das erste. Im letzten Release, einige unserer Bestandskunden werden es mitbekommen haben, haben wir schon unsere neue Profilseite vorgestellt, ne, das Mitarbeitendenprofil innerhalb der Plattform. Und da ist jetzt was Neues dazugekommen, nämlich Organigramme. Organigramme, die direkt in Stuffbase eingerichtet und auf dem Profil angezeigt werden können. Total cool, ist tatsächlich auch ein Feature, das sehr, sehr viel angefragt wurde, auch in unserem Ideenportal und dementsprechend etwas, was wir nun auch in der Plattform umgesetzt haben. Das zweite Feature, was ich euch mitgebracht habe, ist das Thema Hashtag Analytics. Im Analytics-Bereich stocken wir ständig auf, ein total wichtiger Bereich. Und die Möglichkeit, Hashtags zu nutzen und nach Ergebnissen zu diesen Hashtags zu suchen, die kam ja bereits in den letzten Jahren. Oder im letzten Jahr mit dazu. Und wir beobachten, dass diese Nutzung von Hashtags immer weiter zunimmt. Ist total wichtig generell, aber eben auch in der Stuffbase-Plattform. Und dementsprechend möchten wir euch hier einfach mehr Möglichkeiten bieten. Und eine Möglichkeit ist jetzt eben zukünftig, die Leistung eurer Hashtags detailliert auszuwerten, um zu schauen, welche sind eigentlich am relevantesten, welche werden am meisten benutzt und so weiter. Auch dazu gleich nochmal mehr in der Live-Demo. Und last but not least, ein Feature, das zwar keinen Intranet-Fokus hat hier auf dem Tag des Intranets, aber trotzdem sehr cool ist, weil es ein absolutes Trendthema betrifft, sage ich jetzt mal, nämlich Podcasts. Wir alle hören Podcasts gern und auch in der Corporate-Comms-Welt werden sie ja immer mehr eingesetzt und genutzt, um, ich sag mal, Inhalte ansprechend zu vermitteln. Ne, viele kennen eben dieses Podcast-Format und konsumieren darüber die Inhalte gerne. Wir bei Stuffbase haben ja auch unseren eigenen Podcast. Und alle Kunden, die eben zu ihrem Intranet auch die mobile App, die Employer-App nutzen, bekommen mit diesem Release auch einen mobilen Podcast-Player, der es den Mitarbeitenden ermöglichen soll, so auf der gewohnte Art und Weise, sage ich jetzt mal, Podcasts zu hören. Ja, damit genug erstmal der Slides. Ich würde sagen, lasst uns einmal in die Live-Demo reinspringen und uns an der Stelle einmal anschauen, wie das Ganze innerhalb der Plattform aussieht. Dazu switchen wir jetzt einmal rüber. Wir sind jetzt hier gerade in einer Intranet-Umgebung, für viele von euch bekannt, und schauen hier direkt einmal auf unser neues Profil. In diesem Fall schauen wir auf das Profil von meinem lieben Kollegen, dem Tom. Das ist erstmal das neue Profil. Und was wir jetzt eben in diesem Release dazu bekommen haben, ist ein schönes dynamisches Organigramm.
In diesem Organigramm können Mitarbeitende sehr guten Überblick davon bekommen, wie eigentlich die Hierarchien aussehen, wie auch Teamzusammengehörigkeiten aufgebaut sind. Und das Schöne ist, dass das Ganze nicht statisch ist, sondern wirklich dynamisch. Ich kann jetzt hier einfach reinklicken, kann mir anschauen, ne, welche Personen sind eigentlich hier im Team vom Tom, kann von hier aus dann auch die entsprechenden Profile öffnen und mir so einen guten Überblick über den Zusammenhang im Team mir verschaffen. Genauso kann ich jetzt einfach über einen Klick aus dem Organigramm in ein anderes Profil springen, in diesem Fall vom Jörg, und hier sehen, okay, der Jörg ist ebenfalls dem Dada unterstellt und folgende Personen gehören eben zum Team vom Jörg. So also sehr dynamisch. Und das Setup von dem Ganzen erfolgt im Studio ganz einfach über ein neues Profilfeld, was wir ergänzt haben, nämlich das Managerfeld, was ihr ganz einfach aus eurem Active Directory oder auch aus eurem HR-System befüllen könnt. Das also wirklich zentrales Feature, sehr wichtig für den Überblick und dementsprechend eben im neuen Release für dieses vierte Quartal verfügbar für euch. Ja, wo wir bereits über das Studio sprechen, springen wir jetzt auch dort gleich nochmal rein und schauen uns da das Thema Hashtag Analytics an. Kevin, vielleicht ganz kurz, weil ich mir nicht sicher bin, ob Katrins Frage vollständig beantwortet ist. Sie wollte gern wissen, ob sich die Organigramme dann selbst auf Basis der hinterlegten Daten füllen oder ob hier im Prinzip noch weitere Arbeit im Hintergrund nötig ist. Im Prinzip, das wird dann das HR-System angedockt, richtig? Und korrekt, dann korrekt, genau. Also das einzige, was die einzige Information, die wir aus eurem HR-System oder eurem Active Directory brauchen, ist die Information, wer ist der Manager, wer ist die Vorgesetzte. Wenn wir diese Information bekommen und das in ein Profilfeld reinziehen, dann baut sich der Rest von alleine auf, ne? Also das ist die einzige Sache, die ihr auf eurer Seite sicherstellen müsst. Genau. Okay, und ich sehe gerade noch eine Frage. Ja, das Organigramm funktioniert auch in der Mitarbeiter-App. Okay, dann zum Thema Hashtag Analytics. Übrigens, noch weitere Fragen sind reingelaufen, ne? Die nehmen wir uns natürlich am Ende auch nochmal an. Also die gehen nicht verloren, da seid euch sicher. Hashtag Analytics. Ihr kennt ja den Statistikbereich oder viele von euch kennen diesen Statistikbereich, wo wir die Möglichkeit haben, verschiedene News-Aktivitäten, Nutzeraktivitäten und so weiter auszuwerten. Und zukünftig reiht sich hier über einen neuen Tab auch das Thema Hashtags mit ein. In dieser Hashtag-Übersicht sehen wir die verschiedenen Hashtags. Wir sehen, wie oft sie eigentlich in Beiträgen vorkamen, wie oft diese Beiträge, in denen sie vorgekommen sind, aufgerufen werden. Und wir sehen auch, wie oft Personen diesen Hashtag angeklickt haben, um eben mehr Informationen dazu zu bekommen. Außerdem lässt sich hier über so eine Gesamtansicht zeigen, ganz konkret, in welchen Bereichen wurden diese Hashtags eigentlich verwendet? Ne? In Kommentaren, in Seiten oder eben in Beiträgen. So lässt sich also einen ganz guten Überblick gewinnen, welche Hashtags kommen wie gut an und wo werden sie eigentlich konkret verwendet. Und wenn wir sagen, ich möchte jetzt gern ein paar mehr Details zu einem bestimmten Hashtag bekommen, dann kann ich hier einfach auf Mehr klicken, springe dann hier in die Details und dann öffnet sich diese Hashtag-Seite innerhalb der Plattform, wo ich ganz genau sehen kann, in welchen Inhaltsbereichen wurde sie angezeigt. Ne? In diesem Fall der Hashtag zum Beispiel auf zwei Seiten und einigen Newsbeiträgen verwendet. Das ist also eine weitere Analytics-Funktionalität und da kann man schon mal sagen, was das ganze Analytics-Thema angeht, wird sukzessive mehr dazukommen, weil wir da auch einen richtigen Fokus drauf legen. Denn natürlich wollen wir immer die Möglichkeit haben, unseren Erfolg innerhalb der Plattform auch vernünftig messen zu können. Gut, dann lasst uns auch nochmal in das letzte Feature reinspringen. Dazu teile ich jetzt einmal mein Handy mit euch, was ich jetzt hier gerade in der Hand habe. Und wir schauen uns einmal das Thema mobiler Podcast-Player mit an. Genau, wir sind jetzt hier in meinem mobilen Endgerät. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Ich habe einfach mal einen News-Beitrag innerhalb der App geöffnet, nämlich einen News-Beitrag zum Thema Podcast. Unser lieber CEO, der Martin, hat einen Podcast. Dazu haben wir einen Beitrag innerhalb der Plattform geschaltet und diesen Podcast hier ganz einfach als Audio-File mit in diesen News-Beitrag integriert. Das ist etwas, was einigen schon bekannt sein mag, was von einigen auch schon genutzt wird. Was nun aber neu ist, ist, dass ich, sobald ich auf Play drücke für diesen Podcast, sich hier unten quasi in diesem Moment mein mobiler Podcast-Player öffnet. Und das hat hier an der Stelle den Vorteil, dass ich diesen Podcast jetzt einfach weiterhören kann, aber trotzdem die Möglichkeit habe, durch die App zu scrollen.
Vorher war es so, dass ich diesen Beitrag wirklich offen lassen musste. Also ich kann jetzt weiter in der App scrollen, parallel den Podcast hören. Und ich habe auch die Möglichkeit, das Ganze jetzt einfach über einen Sperrbildschirm abzurufen und wirklich so in gewohnter Natur, wie wir das alle kennen von Spotify und Co., diesen Podcast abzuspielen, im Hintergrund das Ganze über den Sperrbildschirm zu steuern und einfach ganz normal das Ganze zum Beispiel auf einer Bahnfahrt im Hintergrund zu genießen. Das also jetzt noch, was dazugekommen ist als Kanal und dann natürlich die Empfehlung für alle, die so im Bereich Podcast noch nicht unterwegs sind, ist ein total cooles Tool, ein total super Kanal, um die Leute abzuholen und eben Inhalte nochmal eine Nummer ansprechender zu vermitteln. Ja, das soweit zur Live-Demo innerhalb der Plattform. Ich springe jetzt einmal zurück in unsere Slides. Und würde euch an der Stelle auch noch mal kurz an die Tastatur bitten. Wir haben uns jetzt ja diese drei zentralen Features angeschaut vom Stuffbase Release. Da sind sicherlich noch einige außenrum. Mich würde aber einfach mal interessieren, welches dieser Features gefällt euch am besten? Was wird für euch persönlich vielleicht so den größten Mehrwert bieten? Also was könnt ihr euch vorstellen, am ehesten mit zu nutzen? Gebt mir da gerne einmal euer Feedback. Ich schaue da auch gleich noch mal kurz rüber. Und schau mal, was hier für Antworten reinkommen. Aktuell sehe ich, ja, eine starke Gewichtung auf das Organigramm, aber auch die Hashtag-Analytics schneiden gut ab und wir haben auch ein paar Votes auf dem mobilen Podcast-Player. Also erstmal ziehe ich das Fazit daraus, alle Features sind auf jeden Fall ganz gut angekommen, das freut mich. Lustig dass das Organigramm so gut ankommt. Wir haben nämlich tatsächlich auch intern bei uns im Team eine Umfrage gemacht, welches Feature wir eigentlich am besten finden und auch im SI-Team hat das Organigramm am besten abgeschnitten. Also auch wir fanden, dass das sehr, sehr cool ist, dass das nun in der Plattform mit drin ist. Also auch da an der Stelle nochmal wieder vielen Dank für euer Feedback. Ist immer total interessant von euch zu hören, was ihr am besten findet. Gut, und damit würde ich sagen, lasst uns auch nochmal einen Schritt weitergehen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, welche Fortschritte wir in der Vergangenheit geschaffen haben, was jetzt ganz aktuell an Features mit dazugekommen ist. Und abschließend möchte ich jetzt auch noch gerne einen kurzen Ausblick geben, was in der Zukunft noch dazukommen wird. Natürlich gibt es auch da, wie auch schon in der Vergangenheit, eine umfangreiche Roadmap mit vielen tollen Verbesserungen, Innovationen. Aber auch hier im Sinne der Zeit habe ich wieder meine zwei absoluten Highlights des nächsten Jahres mitgebracht und würde mir die jetzt gerne einmal mit euch zusammen anschauen. Das erste Thema, Staff-Based Companion, ist eigentlich etwas, was sich nahtlos an die Session vom Frank heute Morgen angliedert, denn auch hier geht es um das Thema AI. Künstliche Intelligenz ist natürlich seit einer ganzen Weile in aller Munde. Frank hat heute Morgen in der Öffnungssession bereits darüber gesprochen. Und wir haben natürlich von ihm, aber auch auf vielen anderen Events, unter anderem unseren Voices, schon einiges über die Risiken, über die Arten von künstlicher Intelligenz und eben insbesondere auch den Chancen für die Comms gehört. Und Frank hat es heute Morgen schon angeschnitten. Stuffbase geht dieses Thema sehr bewusst und holistisch an, um eben sicherzustellen, dass diese Technologie erstmal unseren Nutzern wirklich hilft, ne? Und nicht nur einfach cool aussieht. Das Stichwort ist da immer Zeitersparnis, aber dennoch eben unter menschlicher Kontrolle bleibt und natürlich in Datenschutz Deutschland auch der Datenschutz gewährleistet ist. Das ist für uns immer ganz zentral. Ein erstes Ergebnis von dieser Initiative KI sozusagen war der Staff-Based Companion, den einige sicherlich schon kennengelernt haben, der beim Schreiben von Newsartikeln assistiert in unterschiedlicher Weise. Und diese Reihe soll eben weiter ausgebaut werden. Da haben wir einige Ideen, an denen unsere Produktteams gerade arbeiten. Und davon habe ich auch eins mitgebracht, nämlich das Thema Staff-Based Companion Search. Aus meiner Sicht ist das etwas, was total hilfreich in der Zukunft sein kann. Das Ganze ist nämlich so ein AI-Chatbot. Das kennen wir ja mittlerweile von vielen Websites, wo so ein kleiner Chatbot schon mal ein paar Fragen vorab beantwortet. In diesem Fall ist das Ganze aber direkt an die Staff-Based-Suche angeschlossen und kann Mitarbeitenden darüber helfen, deutlich schneller als bisher an Informationen aus dem Intranet zu kommen. Das heißt, egal ob News der Comms, Inhalte aus dem Intranet oder auch Daten, die direkt zum Beispiel aus dem integrierten HR-Tool kommen, wie jetzt hier, so eine Urlaubsanfrage, kann ganz einfach über so einen Chat abgerufen werden.
Das ist total nutzerfreundlich, weil ich kann das wirklich wie ein Chat benutzen. Ich stelle einfach eine Frage rein, kommuniziere mit dem Chatbot und der gibt mir dann die entsprechenden Informationen. Das ist also etwas, wo ich persönlich sehr gespannt drauf bin, wie das weiter ausgebaut wird und wie das auch bei euch ankommt. Wir planen in Q1 2024 hier mehr zeigen zu können. Außerdem möchten wir im nächsten Jahr unsere Analysemöglichkeiten weiter revolutionieren. Ich habe da eben schon drüber gesprochen, ist ein wichtiger Fokuspunkt für uns. Und das machen wir unter anderem mit unserer Smart Impact-Reihe. Einige, die auf unseren Voices waren, haben da schon über Smart Impact einiges gehört. Weil das jetzt eben ganz konkret wird, auch in 24, möchte ich gern kurz auch nochmal Smart Impact vorstellen. Im Kern besteht das Ganze aus drei Komponenten, Smart Checks, Smart Kampagnen und Smart Insights, die alle darauf ausgelegt sind, mit einer Kombination aus smarten Umfragen und auch hier wieder KI-Beteiligung, euch als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren zu helfen, smarte Entscheidungen zu treffen. Smart seid ihr alle sowieso, deswegen einmal zu erklären, was wir mit Smart meinen. Smart bedeutet für uns hier fundiert und fundiert heißt zahlengetrieben. Also wirklich wieder an konkreten, messbaren Kennzahlen festzumachen, wie die Wirkung eurer Kommunikation ist. Das Ganze wird aggregiert betrachtet, also es geht deutlich jetzt über die Messung, sage ich mal, von der Reichweite einzelner Beiträge hinaus, sondern ist deutlich umfangreicher. Eine zentrale Komponente hiervon sind Smart Campaigns. Das ganze Thema Kampagnen ist bisher auch schon ein Bestandteil der Stuffbase-Plattform. Und dieses Kampagnenthema wollen wir weiter ausbauen, weil wir sehen, dass das total wichtig ist, um eben eine bestimmte Message, eine bestimmte Narrative auch durch das Unternehmen zu tragen. Zukünftig könnt ihr Smart Campaigns nutzen, um sehr zielgerichtet euren Kommunikationserfolg anhand von drei Kennzahlen auszuwerten. Und zwar ist das die Sichtbarkeit, die Resonanz und die Zustimmung. Und wie das Ganze aussieht, möchte ich euch jetzt auch gerne noch einmal abschließend in einem kleinen Live-Demo-Mockup zeigen. Dazu switchen wir hier nochmal und starten jetzt einfach mal rein in Smart Campaigns. Was wir hier am Anfang bekommen, ist ein kleiner Überblick über Kampagnen, die wir aktuell laufen haben. Wir sehen hier direkt so die zentralen Kennzahlen zu diesen Kampagnen und so ein Impact-Radar, wo man einen guten Überblick bekommt, wie ist eigentlich aktuell so die Performance von unserer Kampagne. Wir können dann hier zusammen einfach mal eine neue Kampagne erstellen zu einem bestimmten Thema. In diesem Fall ist das Powering the Future with Electric Vehicles und haben dann hier die Möglichkeit, zum einen so eine kleine Smart-Check-Umfrage zu definieren, ne, also wo wir wie so einen kleinen Puls, sage ich mal, zurückbekommen möchten von unseren Mitarbeitenden und wir können ein paar Kampagnenziele festlegen. Diese Kampagne veröffentlichen wir jetzt einmal gemeinsam und haben dann die Möglichkeit, jetzt ganz klassisch zu dieser Kampagne Inhalte zu erstellen, ne, also quasi euer täglich Brot. Wir erstellen hier einen neuen Content, das ist ein klassischer Newsartikel, wie wir den aus dem Stuffbase Intranet kennen und können den dann eben mit smarten Inhalten anreichern. Von hier aus veröffentliche ich mal diesen Content und den können die Mitarbeitenden dann auf dem gewohnten Weg über das Intranet oder über die Mitarbeiter-App konsumieren, haben hier eben so eine kleine Smart-Check-Umfrage mit drin und im weiteren Verlauf können wir diese Inhalte dann auswerten. Und auch da könnt ihr wieder anhand dieser drei Kennzahlen sehen, wie ist eigentlich die Reichweite von meinen Inhalten, wie ist diese Resonanz darauf, gemessen an Kommentaren, an Reaktionen und so weiter. Und wie ist auch die Zustimmung, die wir eben über diese smarte Umfrage messen können. Und die Kirsche auf der Torte, sage ich mal so schön, ist dann der Überblick, weil hier sehen wir das Ganze dann wieder aggregiert für diese Kampagne. Wir sehen natürlich einmal generell wieder unsere Kennzahlen, wie performt unsere Kampagne insgesamt, ne? Wie ist die Sichtbarkeit, wie viel Aktivität haben wir hier drin, wie ist so die Performance. Was aber für mich eigentlich das Allerwichtigste hier an der Stelle ist, und da kommt auch wieder KI mit ins Spiel, wir bekommen von Smart Campaigns Vorschläge, wie wir die Wirkung unserer Kommunikation erhöhen können. Na, also zum Beispiel hat Smart Campaigns hier erkannt, dass wir eine bestimmte Nutzergruppe noch nicht so gut erreichen, dass hier vielleicht die Zufriedenheit nicht so hoch ist und schlägt entsprechend vor, diese Zielgruppe nochmal ganz speziell anzusprechen, um hier die Zufriedenheit zu erhöhen. Also das als kurzer Überblick einmal von Smart Campaigns. Aus unserer Sicht kann dieses Tool eine total tolle Unterstützung sein für euch und ein Riesenboost für den Kommunikationserfolg. Und dementsprechend wird Smart Impact ein zentraler Fokus für unser Produktteam in 24 sein. Ja, das soll es erstmal für heute sein.
Ich hoffe jetzt, ihr seid genauso aufgeregt und heiß auf die nächsten Releases, wie ich es bin. Ich denke, wir haben auf jeden Fall ein spannendes Jahr vor uns mit vielen tollen Features, mit vielen tollen Fortschritten. Wir sind immer total interessiert auch an eurem Feedback. Und Feedback ist jetzt auch hier wieder das Stichwort, denn während wir quasi die Fragerunde einleiten, würde ich euch gerne auch nochmal abschließend zu einem kleinen Feedback zu dieser Session bitten. Gebt mir einfach mal so eine Rückmeldung, wie fandet ihr die Session? Und wenn ihr irgendwelche direkten Verbesserungsvorschläge habt, schickt die mir auch gerne in den Chat. Das berücksichtigen wir immer gern für die nächsten Webinare und Live-Checks, die wir anbieten. Genau, also an der Stelle erstmal vielen Dank von meiner Seite. Und ich würde damit einmal zur Clara rübergeben für die Fragen. Ja, super. Ganz lieben Dank, Kevin, für diese spannende Session. Ich fand es wirklich sehr kurzweilig. Ich hoffe, unseren Teilnehmenden ging es genauso. Hier kommen schon fleißig die Abstimmungen rein. Sehr schön. Ganz lieben Dank auch für eure Stimme Super, und euer danke euch. Feedback. Der Lukas fragt gerade noch, werden die Smart Campaigns Teil des Business-Paketes? Kannst du dazu was sagen bereits? Nee, das kann ich aktuell noch nicht sagen. Aber ich nehm das Ganze mal mit. Vielleicht können wir im Nachgang da auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Aber weil wir das Ganze erst noch ausstatten, ist das Thema, wie das so vom Pricing und Packaging aussieht, dann quasi so der nächste Schritt. Aber das würde ich einfach mal im Team nachfragen und da können wir sicherlich noch mal mit einer Antwort zurückkommen. Also to be continued. To be continued, genau. Genau. Okay. Dann, ich habe gesehen, Jessica hatte vorhin noch gefragt, als du diese neue Profilansicht gezeigt hast, weil sie diese wohl noch nicht sieht bzw. hat. Und da wollte sie gerne noch mal wissen, womit das zusammenhängt, bzw. ob es auch die Möglichkeit gibt, die so einzustellen. Ja, also ich würde da an der Stelle, also das ist schon im letzten Release mit dazugekommen, beziehungsweise im vorletzten. Von daher würde ich an der Stelle einmal vorschlagen, dass ihr da direkt einmal mit eurem Customer Success Manager oder eurer Customer Success Managerin sprecht und schaut, dass ihr dieses Feature auch bei euch aktiviert. Ne? Also im Prinzip ist es an der Stelle für jeden abhängig vom Paket verfügbar. Also Jessica, geh da direkt gerne auf dein Genau. CSM zu, genau. Ich glaube, das wäre das Und Beste, ja. genau, das hilft dann hoffentlich. Okay, Luisa hat auch noch gefragt, gibt es schon einen genauen Zeitpunkt, wann der Companion für alle Kunden ausgerollt wird? Nee, also einen genauen Zeitpunkt, also sage ich mal, ein ganz klares Commitment kann ich hier an der Stelle noch nicht geben. Aber das Ziel ist es im nächsten Jahr da ganz konkret quasi Futter dran zu kriegen. Jetzt aktuell ist es ja als Beta-Version quasi an Kunden rausgegeben. Im nächsten Jahr wird es dazu konkretere Informationen geben vom Produktteam. Dann, wir hätten noch ein, 2 Minuten, bevor ich euch in die Mittagspause schicke. Ja, ich gucke ja auch nochmal durch den Chat durch. Wir lieben das neue Genau. Benutzerprofil. Sehr schön. Danke für das Feedback, Nicole. Das freut Genau. uns. Aber ich glaube, die Melin hat auch gerade noch mal deinen LinkedIn-Kontakt eingestellt im Chat. Also wer sich da noch vernetzen möchte oder im Nachgang noch Fragen hat, der kann sich oder sie kann sich dann auch einfach gern bei dir noch mal direkt melden. Genau, sehr, sehr gern, Das, sehr, sehr gern. genau, Wenn ihr ein paar ist direkte immer die Fragen habt, Option. auch gern darüber. Okay, dann noch eine kleine Service-Info, weil ich sehe jetzt erstmal keine Fragen mehr hier im Chat. Ihr könnt jetzt eine halbe Stunde lang eure Mittagspause genießen, vielleicht auch mal aufstellen, wie der Kevin das zu Beginn. Ah, Moment, eine ob Organigramm ohne HR-System geht. Grundsätzlich, also grundsätzlich erstmal schon. Ich glaube, da kam auch eine Frage, gibt es die Möglichkeit, das Ganze manuell zu definieren? Also wir überführen ja einfach eure Nutzer in die Stuffbase-Datenbank und pflegen dann entsprechende Felder. Ne? Also, und die Voraussetzung, damit dieses Organigramm funktioniert, ist eben, dass zu jedem Nutzer die Information hinterlegt ist, wer ist der Manager. Das heißt, ihr könntet natürlich diese Information auch manuell pflegen. Ist manueller administrativer Aufwand, abhängig davon, wie viele Nutzer ihr habt, kann das ein bisschen in die Zeit gehen. Grundsätzlich lässt sich das aber auch manuell machen. Musik